Moinsen. Da wir letztes Mal 3 von 3 Games auf Sire leider verloren haben, müssen wir jetzt wieder mit einer Menge Bock in Sire rein. Viel Spaß beim Video. So, was haben die für Threads? Yorave, Shyvana-Ult, TF Global-Ult, TFW, TFW mit Rapid Fire muss ich dran denken, Jinx Traps, Jinx Global-Ult, alles da WQ, alles da E. Ich denke, ich starte Q, versuche auf jeden Fall Level 2 zu contesten. An sich hat alles da kein Level 1, ne? Ich kann mir auch einlaufen, sage ich. Auf gar keinen Fall. Das sind alles da, Digga. Wer bist du denn, Digga? Warum pingst du mich, Iria? Warum ping mich die Fotze? Erstmal muten. Brauche ich mir nicht geben. Haben wir keinen Hook. Wow. Das ist crazy. Warum hat er nicht einfach aus dem Busch gehuckt? Der hatte so Stress, die Jinx da, no? Diese Trades sind gut, weil wir vor den zwei werden. Wer dort? Wir werden noch nicht zwei. Ach, Digga, ist das krass. Ein Minion brauchen wir. Wir brauchen ein Minion. Albert. Ach, Digga, die sind so schlecht. Aber ich kann einfach nicht Minions sehen. Schade. Whatever, die Jinx ist horrible. Die kann nicht traden. Hat keine Ahnung, wie sie Lane zu spielen hat. Ich werde hier komplett fein sein, das Game. Ich werde hier reinscannen. Toplane läuft auch gut. Ist halt schade, dass ich so ein Bastard bin, aber ist okay. Müssen nur auf die Dings da warten, auf die Jinx. Ja, schon. Auf die Jinx, auf die Iria warten. Das sollte jetzt Giga-Winning für uns sein. Okay, jetzt geflasht. Oh, was? Okay, Jutsch. Oh, okay. Sehr schön. Oh, nee. Mein Team ist gut. Das habe ich jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Die Jinx dazu, CC war schon sehr wichtig. Aber mein Jarvan hat auch guten Fokus gehabt da. Aber ich glaube, wir haben auch 4-0 Gragas Top, okay. Flash raus, nicht bad. Jetzt wird der Thresh ein auf. Aber wir haben halt leider echt einfach nur das Level 2 missplayed, ne? Beziehungsweise ich habe das missplayed. Das ist schon sehr sus. Das ist ja kein Flash, das Problem war dead. Versuch halt mit ihr zu fighten. Naja, das war. Der Mann ist komplett am hinten hier. Weiß nicht, ob da alles der Fokus und der Fokus sein sollte, Jungs. So, das war eigentlich schon ziemlich gut für uns hier. Okay. Flash komplett gewastet. Der Tod muss so schlecht gewesen, einfach Gargas. Die Jinx hat echt hier auch 6 Kills, ne? Die ist gar nicht so ungefährlich. Muss man jetzt auch einfach mal so sagen. Es geht ja nicht um wirklich was. Oh, aber. My bad. Zu viel gettet. Komplett unnötig da. So reinzugreeden. Jetzt verlieren wir direkt dafür. Na, Shyvana hat gleich keine Ultform mehr. Dann ist sie ziemlich piss useless. Okay. Fiora TP. Ah ne, das war TF TP. Moment. Fiora hat noch TP. Ja, krass. Ein TF nicht one-tappen. Okay, TF Flash. Iria hat keine Ult. Okay. Immer top-deffen. Die Fiora scheint nicht zu TPen. Hat er genug Damage? Oh mein Gott. Ih, sie stinkt.
Welche W-Deutscher Geist ja sogar töten. Hier ist noch immer gestunt. Das hätte ich mehr wie ulti müssen. Das war ein richtig starkes E-Mann. Da habe ich wirklich niemanden getroffen. Was weißt du? Ja, die Jinx 10-2, Mann. Ich kann das nicht. Bin so schlecht, Mann. Ja, der Thresh hat so keine Ahnung, was er tut, ne? Ja, so am Infliegen. Das ist echt krass. Was sucht er da überhaupt? Was gibt es da zu holen? Digga, was tun wir da schon wieder? Oh mein Gott, wir sind so am Infeeden, das ist crazy. Okay, wenn der Gras rauskommt, ist aber okay. Ist der Thresh AFK? Nee, ich verliere dieses Spiel nicht, oder? No way, dass ich dieses Spiel verliere. Oh, was ist das da? Ich bin am Ende. Bin ich in Lantern? Oh Gott. Ja, actually, ja, das Game ist actually jetzt ziemlich dumm. Warum ulti ich random? Warum würde ich jemals random ultien? Kann es mir jemand sagen? Warum ich random ultien würde? Digga, ich bin so ein schlechtes Sire, ne? Also auch ein richtig schlechtes TP. Hat sie sie? Huge. Jetzt können die keine Ash mehr machen. Ach, Digga, warum ulti ich da random? Gibt keinen Grund. Alter, bin ich schlecht. Ich hoffe, Jinx hat klaut es nicht. Das würde mich gigabrechen. Deswegen stelle ich mich mal hier so hin, um Jinx zu blocken. Ja, das kann mehr wieder oben. Die bin sogar und flanken. Not sure. Boah, wir sollten das so fighten, ne? Boah, sollten wir das fighten? Jetzt die Bienen wir. Will er mich verarschen? Will er mich verarschen, okay. Er hat doch einfach dahinter die Bienen können. Ist das bad, Digga? Ach man, der Gras-Troll sort. Er hat einfach Top-Land, der Bot-Land die Bienen können. Hat den perfekten Flank. Ich hab's ihn dreimal gepinkt. Maybe später voll mit. Er wird noch keine Ultra Max stehen. Nice. Nicht so nice. Jora kommt, glaube ich, von hinten, ja. Ach, mein Team hat zu viel Ego. Das Game wird giga schwer zu gewinnen, glaube ich. Weil mittlerweile gibt es QSS auch. Dings dann, ne? Ich brauche eine QSS das Game. Dann brauche ich nicht so viel Angst vor dem TF haben. Gib mir Lantern, bitte. Danke. Okay. GG, hab das Spiel verloren. Ist over. Wir können hin. Ich muss alles da WQ ultien. Ey, da sind zwei Minions, Boys. Zwei Minions. Wie können wir zwei Minions... Oh mein Gott, seid ihr schlecht. Oh mein Gott, seid ihr schlecht. Imagine, wir fokussen nicht diese zwei Minions. Erste Tower wird noch leben, ne? GG. Gib mir mehr Sire-Games, weil ich ein Hurensohn bin. Ah, größte Fibon aller Zeiten. Ich spiele so unfassbar schlecht. Demoted, nice. Ido tut mir weh. I mean, es hat nichts für mich, I don't know. Nichts mit Elo zu tun, ich bin ultra schlecht. I mean, gerade auf dieser Elo sollte ich jedes Game carryen und niemals Level 2, Level 1 Double Killed werden. Ich dachte, wir werden halt durch den nächsten Minion fucking Dings da, fucking 2. Ich meine, der Thresh muss nur einen Outtack auf den Range Creep machen, right? Er muss einen Outtack auf den Creep machen, dann sind wir 2. Aber auch dann ist es schlechter, sich alles da queuen zu lassen und dann nicht zu flashen. Ja. Ich meine, dass ich gegen solche Spieler Level, ich werde Level 1 von Alistar getötet. Level 1 von einem Alistar den getötet. Man kann halt nicht schlechter performen als das. Das geht nicht. Es gibt keine Lane, die schwächer als Level 1 als Jinx Alistar, also. Man kann nicht schlechter performen. Er läuft einfach random, er lantert mich da random hin und läuft rein. Guckt euch an, wie unser Team positioniert ist. Irea, Jarvan sind top. Drake spawnt gleich. Die Gegner wollen offensichtlich Drake fighten. Und er läuft einfach gegen den TF, wenn er keinen Gegner auf der Map sieht. Da können die legit zu fünft sein. Einfach, I guess Fiora ist top gestorben. Einfach da rein. Like, wie schlecht kannst du sein? Wie, also, beziehungsweise, wie schlechte Map wären, das kannst du haben. Und dann flasht er nicht mal, ist der WQ. Und ich weiß nicht, warum ich das versuche zu fighten. Hier ulte ich einfach for no reason, ich schwöre euch. Das ist mein größter Problem bei Sire. Entweder ulti ich, weil ich denke, oh, mit Ult töte ich. Durch den Schaden, durch mehr Federn, töte ich. Anstatt meine Ult für CC zu sparen. Oder ich ulti gar nicht. So, das sind die zwei Möglichkeiten, wie ich Sire spiele.
Es ist ultra disgusting. Meine Ult-Usage ist so bad auf ihr. Das ist echt crazy, wie schlecht die ist. Es gibt keinen Grund, wenn Irea top ist, Gragas Bay ist, hier vorne die Wave anzunehmen, wenn wir keine Ahnung, wo die Gegner sind. Dann kriege ich da die Lantern. Ich weiß sogar, dass die Fiora von top kommt. Fight da jetzt rein. Warum fight ich da rein? Warum zum Fick fight ich da rein? Mein Jarvan ist Botside. Like, wir sind Giga Weakside. Ich meine, ich mache hier insane Damage, right? All das hier ist fein. Jetzt muss ich halt weglaufen. Jetzt muss ich aber weglaufen. Zu meinem Gragas. Wenn ich jetzt zu meinem Gragas laufe, von dem alles da weg, ohne dass ich alles da die Combo gebe, ist das komplett fein, was ich hier mache, right? Dann ist das sogar eine Winning Fight. Wir gewinnen hier das Spiel, wenn ich richtig spiele. Aber wir literally gewinnen. Das Spiel hier. Ich habe nämlich Ult, Flash und Barrier und QSS. Und Jarvan und Irea moven. Das heißt, wenn ich jetzt einfach weglaufe und die Gegner hier für einen Chase gehen, enden wir das Spiel. Das ist ein insane guter Fight für uns. Aber stattdessen respektiere ich den Alistar 0. Ulti auch nicht Alistar. Combo. Ulti viel zu spät und Flash gegen die Wand. I mean, der Flash mattert dann auch nicht mehr, glaube ich. Ich bin einfach ein Bastard, dass ich nicht Alistar WQ Ulti und nicht weglaufe. No. Und jetzt fightet mein Team natürlich noch for no reason in die Reihen und deswegen ist es kein Problem. Och Mann, so ein verdienter Los. Ich denke, mein Thrash macht sehr viele Sachen falsch, Level 1. Ich habe keine Ahnung, warum das hier kein Hook ist. Er hat sogar Hook geskillt. Ich dachte, er hat eh. Wie free ist das? Wie free ist der Hook? Hook into Q-Auto-Tag von mir, into Auto-Tag von Thrash, die verliert Half-Life. Der Alistar ist hier hinter ihr. Der Alistar macht nichts. Der kann W-Skillen und auf uns rauflaufen. Das war es, mehr kann ich machen. Like, keine Ahnung, warum wir erst Auto-Taggen auch. Like, leichter als dieser Hook wird es nicht mehr. Right? Ist halt, ja. Entweder hookst du hier hin, wenn du denkst, die dodge nach unten, oder du hookst halt hier hin an die Wand. Und spätestens jetzt ist es Giga-Free. Jetzt kannst du Hook gar nicht mehr missen. Jetzt kannst du einfach hier hin hooken. Und selbst wenn sie an die Wand dodge, trifft sie. Oh, das ist kein gutes Sire-Game. Das ist ein disgusting Braum-Game. What? Was blockt denn der Braum hier? Ah, okay, wir können nicht lanen. Warum haben wir hier Braum gepickt? What? Braum in Renata Draven mit Sire. Er möchte einfach verlieren. Er möchte einfach die ganze Lane nicht spielen können. Das ist geil. Er muss Braum OTP sein. Es gibt keinen Grund, hier Braum zu picken, außer man möchte verlieren. I guess mit Braum kannst du Renata halt blocken, aber du wirst komplett gefistet, die ganze Lane. Du wirst permafistet. 13, nö, das ist kein OTP. Keine Ahnung. Okay, was haben die für Threats? Sire 0, Sire Q, unsichtbarer Town, der mich one-tapped. Lux Global Ult, Lux Q, Draven Global Ult, Draven E, Renata Q, Renata Ult. Nein, wir werden einfach nur gefistet, die ganze Lane. Ich habe keine Ahnung, wie wir spielen sollen. Es gibt literally keinen Moment in der Lane, wo wir gewinnen. Aber wir können nur spielen, wenn die Renata EQ, QE wastet und die trotzdem abworken. Und wir dann Draven Q als Braum. Dann können wir spielen. Ansonsten, ne? Sieht das hier unplayable aus. Aber ich mir auch verdient nach dem letzten Game. Jetzt eine unplayable Lane. Eine letzte Lane, den wir jetzt stoppen müssen. Und zwar for free, die Gegner waren so bad. Aber ich lasse einfach ein Alistar Level 1 auf mich rauflaufen und mich tunen. Ich versuche einfach den Draven zu out zu essen. Möglichst wenig gepuckt zu werden in der Lane. Wenn Braum einen Q trifft, ja. Das zu followen. Und wenn Renata ihr Q aggressiv wastet, können wir auch reingehen. Wenn wir alles abhaben, dann können wir die richtig runterlaufen. Je nachdem, ob der Braum aggressiv spielen kann oder nicht. Können wir die auf jeden Fall runterlaufen. Wie soll das hier mal slammen? Ah, wir infielen, ne? Okay, gut. Schade, das kann ich auch wirklich treffen, ne? Double Flash. Kriegt der sie sogar noch? Ne. Na, ist gut. My bad, wenn ich eh treffe, dann stirbt wahrscheinlich so jemand. Trotzdem sehr guter Gank gewesen. Oh nein. Er ist tot. Town ist, glaube ich, auch Full Elf. Schade, wenn ich da einen Stun treffe, können wir auf jeden Fall spielen. Wir sollten mit dem Minion spielen hier. Ja, ich bin ein Hurensohn, ne? Ich muss unbedingt anfangen, Aufwärmgames zu machen von meinem AOZ, ne? Am besten so 20. Das kann man sich ja nicht angucken. Das ist widerlich. Wie kann ich da nicht triple killen? Wie kann man so disgusting sein und da nicht triple killen? Das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Aber glaube ich, der leichteste triple kill aller Zeiten. Aber ich greedy für den Talon von Norris laufe ich die hinterher. Anstatt einfach die anderen beiden einmal zu outdecken und beide zu töten. Muss unbedingt aufhören. Aber es hat einfach als erstes zu spielen. Weil so werde ich niemals Master erreichen. Nicht mal annähernd, right? So werde ich Hardstack mein Leben sein in Diamond. Aber wirklich sehr useful das E-Braum. Echt stark. Das hat's richtig gebracht. Nice, Mann. Werden alle sterben.
Also das Ding ist halt, weil mein Braum sein E unterm Tower für eine Auto-Attack von Draven auf den Tower genutzt hat, hatten wir keinen Braum E für Renata Ult. Das muss man sich halt mal drücken. Dass er legit sein E für eine Auto-Attack von Draven auf den Tower used, die Draven nicht mal Tower-Aggo gibt und wir deswegen kein E haben für Renata Ult. Ich meine, dein ganzer... Du hast ja nur Braum gepickt, um Renata Ult zu blocken, dachte ich. Dein ganzer Use existiert nicht. Weil wir haben stumpfe Shams für Draven, ist nicht so bad. Ja, ich schwöre, diese Schilde machen mich richtig aggressiv. Ich schwöre, Loki, diese Schilde machen mich so aggressiv. Oh, ist der scheiße, der Typ. Es ist so krass, Alter. Bro, warum picken wir denn Braum, wenn wir nicht einmal verstehen, wie unser Schild funktioniert? Like, wie soll ich fokussen? Wie kann ich da fokussen? Like, wie kann man da weiter fokussen? Wie kann ich... Wenn die offensichtlich für den Dive spielen und Braum wieder für einen Auto-Attack auf dem Turm sein WE benutzt. Ja, die haben ja nicht nur uns attackt. Wie kann ich da weiter fokussen und den Dive halbwegs korrekt spielen? Keine Ahnung. Like, was für ein mentaler Gott soll ich sein, wenn ich das sehe? Wie kann ich da fokussen? Ach, keine Ahnung. Ich kann es bestimmt 100 mal besser spielen. Ich bin halt einfach Omega-Mad. Und möchte raus dem Spiel schon wieder. Okay. Oh, gut, dass der nicht Dings da hat, Alter. Gut, dass der den König Braum hat. Das hätte mich gebrochen. Hey, kein Blödsinn fällt runter. Der möchte nicht mehr spielen, ne? Das sieht man ganz gut. Ist ja mal kein Interesse mehr hat, das Spiel zu spielen. Krass, dass der Meiser uns hier alleine lässt, übrigens. Das ist wirklich crazy. Und ist der Meiser gelaufen? Und mir jetzt schon sehr interessieren. Na, ich guess er dachte wegen Bass. Jetzt merkt er seinen Fehler. Läuft zurück, ist zu spät. Deswegen ist die gefeedeten Leute hier sind halt. Wir haben sehr gute Tools für die Red. Wir haben einen fetten Talon und einen fetten Draven. Und wir haben Camille, Meiser. Viel stumpfer geht's halt nicht. Ich habe ihn nicht mal gestunt. What? Das ist okay, ne? Halb vorbei. Oh, ist der Halb vorbei, dieses Game? Das war unser Camille-TP. Na, Hekam läuft jetzt straight runter, der ist wütend. Der läuft dann aber das ganze Game jetzt runter. Der will nicht mehr spielen. Warte jetzt, ob der Talon auch hier kommt mit der Renata oder nur die Renata kommt. Und der. Okay. Dankeschön. Sympathischer Mann. Ja, die Renata wird noch ein Riesenproblem, ne? Renata, Draven. Ich meine, wir haben eine Camille gegen Dings da. Camille, die gut ist gegen Draven. Aber die ist halt nicht so gut, wenn... Alter Meise, wie kannst du denn... Oh mein Gott, das ist ja scheiße. Boah, haben wir gerade viel investiert für den Kill. Talon, wie geht durch? Braumschild? What? What? Ah, ich guess Dings, der hat mich getötet. Hydra? Der Raven ist Basegang. Ich bezweifle, dass der Talon noch hier ist. Ah, wenn er nicht tot. Okay, krass, er ist echt hier. I mean, keine Ahnung. Er ist halt Giga auf Tempo. Also, er ist halt Giga auf Tempo für Drake, ne? Er da nicht mit seinem Draven Base geht, sondern für den Kill greedet. Vergesst, ich bin dadurch auch Giga auf Tempo. Und jetzt fighten die das Topside. Sind die dumm? Sind die dumm? Draven Flash, wenn wir da rauskommen, wäre huge. Nice. Was so Tarn jetzt für mich geht, da tut er so einen Hurensohn. Das ist so krass. Bitte drückt ja. Drückt ja, sonst geht meine Hand kaputt. Ne, drückt nicht, Arbeit. Mein Game ist verloren. So, ich weiß nicht. Eine 9-1 Camille, die wird das Game halt niemals gewinnen. So, niemals.
In keiner Welt würden die so den Sus-Game carryen. So. Wie wollen die denn jemals einen Draven mit Renata töten? Er Talon die ganze Zeit unser Backline, die er will. Unbedingt wieder den Habit rauskriegen, auf meinen Tisch zu hören. Machen wir sonst meine Handtische kaputt. Mach ich den Inscope. Na, oh, ist ein guter Engage, oder? Nee, ist gut, ne? Aha, wir töten den nicht mehr, ist das krass. Nee, oder? Gewinnen wir den Trade. Nee, oder? Gewinnen wir fast drei. Warte, was? 5-3 verlieren wir? Ach so. Ja, nee, sieht winnable aus, das Game. Boah, ich brauche ein Team, was mich so krass schultert, ne? Ich bin so schwer. Okay, ich habe den Shutdown, I guess. Nicht so wird. Nicht mal Ekamold, was wird das hier, Jungs? Wo ist mein Malsaha? Warum spielt er nicht mit, Mann? Ich spare Barrier für nächstes Spiel. Ich spiele so schlecht. Ich brauche unbedingt Idea, falls das Saron jemals sich entscheidet, das Spiel mitzuspielen. Keine Ahnung, wie ich das nicht lernen kann, dass ich Aufwärmgames mache. Na, ist so krass. Ich lerne es einfach nicht, Red. Ich starte immer mit Abyssett. Immer. Weil ich danach noch Solo-Q auf meinem Main spielen würde, Abyssett aufwärmen sehe. Schade. Ah, der Braum infeedet, okay. Wir infeeden, okay. Ne, sieht playable aus. Lass nicht aufgeben. Das Game gewinnen wir, glaube ich. Oh, ich glaube, gegen Mountains haben wir auch noch bessere Chancen, als wenn die keine Mountain. Bastard. Fünf Gold, weil ich den fucking Ward aufgedeckt habe. Von seiner eigenen Ward. Nice. Catching. I mean, gerade wenn ich gefühlt eine Woche nicht gespielt habe, muss ich halt aufhören, erst machen. Ich weiß nicht. Ah, es sind halt zwei der leichtesten Games aller Zeiten, ne? Diese beiden Games sind so leicht zu gewinnen. Ah, das erste ist halt ein absoluter Free-Win, wenn ich halt halbwegs wie ein Mensch spiele. Halt. Ich muss nicht mal ansatzweise, weil ich muss auf. Ich weiß nicht. 50% meines normalen Levels spielen, vielleicht. Und ich hätte das letzte Game gewonnen. Oh, da bleibt bloß. Ich hätte mal kurz den Draven, oder? Ich hätte mal kurz mit 4 Items Draven. Warte ganz kurz. Ja, wir können die Kiste aufmachen. Wird die wieder besser. Ein Sire-Skin? Werde ich noch ein bisschen spielen? Ja, schade. Ich wollte gucken, actually, was der Braum so spielt, ob der No-TP ist. Gibt nämlich keinen Grund, Braum in Torinata Draven zu picken, außer möchte das ganze Game durchgefistet werden. Und er kann nicht mal Braum spielen. Okay, wir spielen Thresh, Leona, Bard. Alle drei Champs sind besser. Into Draven, Renata. Alle drei Champs sind 1000-mal besser, right? Als Braum. 10.000-mal besser. Mit allen drei Champs kannst du 1000-mal besser spielen. Mit dem Mega-Game. Und wir entscheiden uns für Braum. Warum? Jeder Range-Support, den ihr spielt, ist besser gegen Renata. Er selber spielt Renata. Er hat das Game davor Renata gespielt. Okay, also er möchte einfach gefistet werden. Das ist sein Ziel gewesen. Okay, er wollte einfach einmal durchgefistet werden. Hat sie eingecremt und ist ins Game gegangen. Gut. Also man kann es nicht schlechter spielen als das hier. Ich kann es nicht schlechter spielen. Ist so krass. So krass. Imagine irgendjemand erzählt jemandem nach diesem Play jetzt, dass ich Master Edo bin. Stellt das mal vor. Stellt euch vor, ich hätte hier nicht Draven zweimal. Imagine. Der Draven steht neben mir. Ich muss ihn zweimal auto-attacken. Der Draven ist einfach tot. Danach kann ich Renata töten. Like, wie kann ich so schlecht sein? Like, warum chase ich den Talon? Er ist nicht mal ein fucking Shutdown. Er ist gar nichts. Warum bin ich jetzt nicht einfach Draven? Der Einzige, der mir Schaden macht. Wie kann ich so bad sein? Wie kann ich so ein Hurensohn sein? Die Situation so schlecht spielen. Ich muss Draven zweimal auto-attacken. Er kann nichts machen. Die haben keine Renata-Wehe. Und der Talon muss Midi-Range gehen, damit er mich fighten kann. Guckt euch mal an, wie Braum sein Shit hier einsetzt, bitte. Wenn ihr potenziell gleich ein Gank von unserem Team ist. Guckt euch mal aus Shit. Okay, ziemlich useful gewesen, oder? Für eine Draven-Auto-Attack? Ziemlich gutes Schild gewesen. Jetzt haben wir kein Schild für Renata-Ult. Das heißt, der Hekam wird Renata-Ultet. Und kriegt Braum-Passive ab. Ich krieg Support bekommen. Nice.
Habe ich verdient, Digga. Habe ich so verdient. Ja, Duellen ist halbwegs gut gespielt, stirbt er nicht Mörder, ne? Er muss jetzt einfach nur weglaufen. Ich spiele mit Wukong Support gegen Lucian Army. Ist playable, oder? Oh ja, Sire gegen eine Full Range Comp. Sieht richtig gut aus. Wollen wir Collector Sire mal ausprobieren? Sunny with Red, Skarsjäger, Sult. Fiddlesticks Ult, Fiddlesticks 4, Fiddlesticks Silence. Nami Ult, Nami Q. Ich weiß nicht, wie wir lane sollen. Wukong ist ein fucking piss useless Support Champ. I don't know. Warum wir das spielen? Wir wollen halt legit verlieren, ne? Egal, entweder smurfen die oder ich komme langsam in Emerald Lobbies. Wie untiltable, Digga, ich schwöre, weit, möchte nochmal nachtreten, ist das krass. Ich ziehe mir fast eine Knochenfraktur in meiner Hand zu und die schreiben Be untiltable, crazy. Ich glaube, Lane ist unplayable. Ich muss halt immer den Wukong followen, wenn er reingeht, immer so stehen, dass ich hitten kann, wenn Wukong fighten möchte. Der macht wahrscheinlich schon ganz okay einen Schaden, würde ich schätzen. Hoffe ich. Keine Ahnung, was Wukong nicht sonst kann, nämlich gar nichts. Außer macht Schaden. Du spielst auch Rexos, das heißt, wenn der Wukong reingeht und ins Rexos wird, können die ihn einfach runterlaufen. Na, ich versuche auf jeden Fall, meinen Wukong zu followen und möglichst den Stun zu setzen, damit der Wukong draufhauen kann. Ist aber sehr schwer. Boah, wir invaden das. Im Minus gibt schon Sinn, das zu invaden. Ja, Ben stirbt. Solution, ist klar. Muss den Ben gleich muten. Stay the Mizard. Ich kann das nicht denken. Nein, du bist so dumm, Bro. Du bist einfach dumm. Like, du gehst Bot invaden, ohne Prio-Bot zu haben. Schade, das Band wir hier treffen, wäre gut gewesen. Wir haben hart overstayed for no reason. Schade, schlechtes E von mir. Schlechtes Movement, schlechtes E. Ich glaube, wir können Duschen da töten. Boah, ich glaube, Wukong Support sollte ich auch mal ausprobieren, Digga. Das sieht ja voll gut aus. So ganz ohne CC und ohne Damage, Digga. Warum nicht den Support spielen? Ich sage einstelliger IQ. Casting gewinnt mittlerweile schon 1-1. Das ging schnell. Sie habe ich hier gedived werde, ist nicht unwahrscheinlich. Der Typ ist so krass, ne? Warte mal ganz kurz. Der Wukong hat literally Ult gemisst, ne? Und jetzt stirbt er, weil er Nami Outtake möchte. Warte mal ganz kurz. Mein Wukong hat Ult gemisst, oder? Mein Wukong hat nicht Lucian interrupted. Weil der hatte kein Ult. Warum hat er kein Ult? Das müssen wir uns nochmal angucken. Ich habe keine Ahnung, wo er Ult hat. Ist er da im 1 vs. fucking 3? Hat er da geultet? Oh, da ist ein guter Champ. Also erst kriege ich Braum mit Renata Draven und dann kriege ich diesen Wukong. Ich meine, ich selber spiele extrem scheiße offensichtlich. Na, ich mach gar nichts die Games, aber ich werde auch also. Er hat auch nicht wenig gegrieft. Wukong Support in Lucian Army. Also, I don't know. Eins für eins. Ist okay. Das war ein guter Song, ja. Hat er gerade reingeflasht, Digga? Es ist winnable. Die Gegner wollen nicht gewinnen. Ach du Scheiße. Ah, fällt mir aber nichts mehr zu ein, Digga. Das ist halt crazy, wie hat er entwickelt. Schade, auch ein Game, was durchaus sehr, sehr winnable ist, wenn ich angespannt hätte. Wie das erste heute. Was so ist. Der Brand tötet, I don't know. So, am hinten. Ja, Flash. Ist okay. Wenn da nichts rausbekommen, leider. Ah, schon noch genug, dass ich den Fiddle traden konnte. Boah, krass, ein Infidit. Boah, Wukong Support, Junge, ist das ein guter Pick.
No. Nicht schlecht. Ah, oh, schade. Ja, jetzt fast hätte er auf Gras machen sollen, ne? Hoffen sie, dass er Gras da tötet. Müssen zurück contesten. Da müssen wir in Mitte gehen. Wir haben beide TP. Nächste Midwave auspushen und dann zum Drake gehen. Mein Team ist sowas von nicht bereit, diesen Drake zu fighten, ne? Haben ihn da verloren, ne? Okay, jetzt over. Nein, ich bin zu früh da. Aber wir wollen den Drake auch nicht fighten. Wir wollen einfach so. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt noch spielen. Ey, ich verstehe es überhaupt nicht. Weil wir schenken den Digit Soul, ne? Glauben wir unironisch, dass wir das Spiel gewinnen können, wenn die es zurückkriegen. Weil wir haben doch von hier aus jetzt 1% Chance, oder? Dass wir gewinnen. Wenn die auch noch so haben. Unsere einzige Win-Condition ist Kassa, die one-shottet. Und wir schenken den Soul. Ich versuche nächstes Mal Aufwärmgames zu machen von A bis Z. Vielleicht hilft das ja. Dass ich nicht eiskalt ins A bis Z gehe. Das erste Game. Ich weiß nicht, war es beim letzten Abyss-Set auch so, bei der letzten Folge? Ich glaube schon. Das erste Game absoluter Freewin war, wenn ich halbwegs gut spiele und ich terrible spiele. Also richtig bad. Und dieses Abyss-Set war auf jeden Fall der erste Game absoluter Freewin, wenn ich ansatzweise wie ein Human spiele, ist das Game gewonnen gewesen. Und dann die anderen beiden Games bin ich runtergelaufen. Genau wie letztes Mal HD. Sehr sicher, dass es genau letztes Mal auch so war. Das erste Game war gut und war free. Das bin ich runtergelaufen. Dann war ich so zählt, dass ich nicht mehr fokussen konnte die nächsten beiden Games. Bin die nächsten beiden Games straight runtergelaufen. Auf ganz respektlose Art und Weise. Die Games alleine verloren. Aber jetzt mal angenommen, man switcht das bisschen. Okay, GG. Oh, ich mach den Gargas komplett lang hier, der Arme. Der kann ja gar nicht spielen. Okay, natürlich hat sich Flash, ist klar. Dann wird gutes Time von Duschen. Oh ne! Komplett back im Game bin ich. Ach du Scheiße, ist das für der Shutdown. Fuck. Ich höre letztes Mal genauso. Erst Game war Togo free. Habe ich weggeworfen, weil ich schlecht gespielt habe. Ah ja, nach beiden Games runtergelaufen. Selbes Muster. Erst Game, absolute Free, kompletter Free-Win. Ich spiele zu schlecht. Hier selbes Prinzip, absolute Free-Win. Zweites Game laufe ich runter, drittes Game laufe ich runter, genau gleich. Muss am Anfang aufhören, Games zu spielen, vor mal bis jetzt. Ah, ist halt giga frustrierend, ne? Also, ich habe ja 6 Losing Folge aus der. Und alle 6 Losing verdienen, ne? Ich sollte alle diese 6 Games verdienen. Boah, ich bin so ein Bastard, ja. Die Overstain. Unser Brand ist Topside. Ich habe einen Ward. Muss jetzt einfach nur Warden gehen. Wenn ich jetzt Warden gehe, kann nichts passieren. Dann wissen wir, das Kind wird da, es fighten das nicht und alles ist Gucci. Jetzt Kind wird da, ich sterbe, obwohl ich Flash habe. Ich stelle die beide fast. Ja, der Wukong goldet. Wo hat der Wukong goldet? No fucking shot, dass er hier goldet hat. Er hat goldet. Oh mein Gott, das ist so krass. Also er spielt Wukong Support. Der Champ ist bis Level 6 komplett useless. Und dann ult er in einer Situation, wo er 0% Chance hat, rauszukommen. Das ist so krass. Er hat legit 0% Chance. Der Phil ist auch noch. Er hat 0% Chance zu entkommen. Und ultet da. Das ist so krass. Und selbst wenn er da rauskommt, ist es nicht worth it zu ultien. Das ist ja auch noch das Ding, right? Selbst wenn er mit der Ult rausgekommen wäre, wäre es schlechter zu ultien. Weil er dann kein Champ ist für 2 Minuten. Und es ist ein Tod. Oh mein Gott. Ich dachte, er hat Ult, ne? Bei dem Fight hier. Ich dachte, wir kommen 100 Bolt. Ich muss aber einfach nicht Midi-Range gehen, den Duschen rein, ne? Ich kann jetzt auch einfach weglaufen vor ihm. Die Wave clearen. Ich muss ihm nicht die Outtake-Range geben. Kein Grund dafür. I mean, Digga, da würde ich nochmal sterben. Und das 1 für 1 nehmen. Vielleicht schon eine sehr dumme Einstellung, ne? Danke fürs Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Das war eine absolute Selbsthass-Folge. So richtig eklig auch gewesen, das zu schneiden für mich. Bockt auf jeden Fall nicht, wenn ich so negativ eingestellt bin die ganze Folge lang. Tut mir auch leid. Wird sich hoffentlich nächstes Mal dann verbessern, wenn ich dann tatsächlich 1 bis 2 Aufwärmgames mache und vielleicht, wenn ich so gigatilte, auch einfach mal eine kurze Pause mache und, keine Ahnung, bisschen Arena-Daddel oder so, weil das kann es ja irgendwie nicht sein, dass ich so krass durchbreche in der Folge und dann einfach runterlaufe. Ist ja irgendwie nicht Sinn des Ganzen. Wir sind damit, ist Zeit jetzt auf Platz 2, das Podest der Schande. Hat sich hochgearbeitet, beziehungsweise ich habe sie dahin katapultiert mit insgesamt 9 Games jetzt auf ihr. Smolder wurde verjagt von Platz 3 mit 8 Games. Und wir sind auch noch abgestiegen in ML2, 74 RP. Also eine absolut disgusting Folge von mir.
Nächstes Mal wird es hoffentlich besser. Ich werde versuchen, Aufwärmen zu machen, Pausen zu machen, wenn ich so richtig tiltet bin. Und ja, morgen habe ich den Prime League Spieltag Nummer 3 mit den Rentnern für euch. Wer das verpassen wollt, würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und bis morgen. Kuss, kuss. Ich bin fein, dass ich da. Ich bin froh, dass ich überlebt habe, ehrlich gesagt. So, was denn der denn? Was ist der jetzt? Okay. Ja. Ja, interessant. Ich weiß nicht, warum er denkt, dass er es jemals gewinnt. Ich habe nur Barrier. Ja, ich glaube, es ist Liebe.